Servus, grüezi und hallo. Heute englische Wochen. Heute das erste Heimspiel unseres geliebten FC Bayern München im Jahr 2023. Und heute zu Gast ist der erste FC Köln. Und die Bayern werden heute vor 75.000 Vollgas geben, bin ich mir 100% sicher. Ich glaube auch, dass Julian etwas rotieren wird. Die Spieler, die etwas müde sind, sage ich jetzt mal, die nicht 150% gegeben haben gegen Leipzig, besonders nicht in der ersten Halbzeit, werden heute eine kleine Pause bekommen. Und der FC müssen wir heute auf jeden Fall nicht unterschätzen. Die kommen mit breiter Brust nach München. Die haben sich immer schon gut getan in München. Jetzt natürlich nach dem 7:1 gegen Werder Bremen letzte Woche zu Hause werden sie denken, aber nur denken, dass sie heute eine Chance haben. Aber ich glaube, da werden die Münchner den Kölnern in die Suppe spucken und werden das heute nicht zulassen, dass heute die Punkte aus München weggenommen werden. Also ich würde behaupten, heute mit Pochter und euer Michael und der Südkurve München ein 3:1 Sieg unseres FC Bayern München gegen den ersten FC Köln. Und jetzt sind wir gespannt, wie die Aufstellung sein wird. Und da schalten wir jetzt hin. Auf geht's! So, hier ist die Mannschaftsaufstellung des deutschen Rekordmeisters, des FC Bayern München. Im Tor Jan Sommer, die zwei Innenverteidiger De Ligt und Upamecano. Recht Pavard, links Roadrunner Fonzi, McMe, Davis. Dann doch die Doppel-6, Goretzka und Kimmich. Dann auf der 10 Jamal Musiala. Dann über links Serge Gnabry, über rechts Leroy Sané und vorne Choupo-Moting. Also dieselbe Aufstellung wie gegen Leipzig. Dann wird der Trainer gesagt haben, so, von letzter Woche die Mannschaft wird mir heute zeigen, dass ihr es auch anders könnt, sonst werde ich dieses Mal früher wechseln. Das muss er mal langsam in sein Kopfchen reinkriegen, der Julian, dass man nicht immer so spät wechselt. Wenn man sieht, Upamecano, nee, das ist heute nicht sein Tag, das ist nur ein Mensch, das kann passieren. Na? Da muss man ihn früher rausnehmen. Zur Halbzeit oder weiß ich nicht. Wenn zur, dann überhaupt zur 60. Aber das war ja alles nichts. Ne? Und dann so letztendlich wechseln, so 5 Minuten vorher einen Spieler bringen, bringt nichts mehr. Also er wird gesagt haben, die Mannschaft, die letzte Woche da das 1:1 verursacht hat, wird heute zeigen dürfen vor heimigem Publikum, was Sache ist. Obwohl ja da andere Sachen auch mit Serge da, mit seiner Modefashion da und, alles Mögliche. Ne? Ich hatte damit gerechnet, dass die Mannschaftsaufstellung heute eine andere sein wird als letzte Woche. Aber wir werden sehen, ob es gut war, diese Mannschaft wieder neu spielen zu lassen jetzt. Und jetzt schalten wir hin zur Halbzeit 1 zum Spiel Bayern München gegen den ersten FC Köln. Auf wie geht's? So, auf geht's, erste Halbzeit. Nimmst du dich auch? Ja. So, ich hab schon jetzt gesagt. Aber kein Begrüßungsgrüßen gemacht hast. Das habe ich eben schon gesehen. Also. Nee, mach schon nicht vorher. Ja. Lange Bälle klar, ein Stilmittel auch aus der Not heraus. Ja, aber wo ist denn dein Händchen, das rote? Ich brauche so eine Hösche. Also. Oha. Schneller Spieler. Absolut starker Spieler. Davis. Ich weiß nicht, wann eigentlich Mané noch verletzt ist. Der hat heute mittrainiert. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob der auf der Bank sitzt. 3:1. Hast du getippt? Mhm. Ja, ich auch. Ja, wenn du natürlich so spielen wie ist aber nicht auf der Bank. Ne? Ja, hab ich schon heute gesehen, das ist bei TikTok. Ja, Sabitzer, Brahms, Müller, Banner, Ursach, Tell, Kraft, Bash, Stamm. Ne, ich hatte. Aha, ist ja schön. Nur gesehen, dass der heute mitgelaufen hat. Also, der hat ja. Nach dieser Partie insbesondere in Köln etwas genauer unter die Lupe nehmen werden am kommenden Wochenende. Haben es die Kölner dann zum offiziellen Rückrundenstart mit Schalke, auf Schalke. Zu tun. Der Kölner ist auch da. 27, das ist die ehemalige Nummer von David Alaba. Ungewöhnlich für Torhüter.
Junge, Junge. Was ist denn los? Mitten in der Saison nicht so realistisch sein. Ich hatte eben ein paar Sachen weggebracht am Samstag und die Frau dann das angenommen hat und dann gesagt hat, der in München ist. Okay. Groß und wie ruft dich dieser Club, jetzt können Sie der Tatsache entnehmen. Oh, ey. Das für richtig super gemacht und dann, ja, ich weiß nicht, ob ich den Knabe, der heute spielen gelassen hätte, da hat er einfach die ganze Schicht rumfliegt. Willkommen, ein neuer Intimus. Beide sind eng befreundet. Wer macht? Jetzt übernimmt Tom Starke. Ist auch weiteres. Das Torwarttraining. Und es war vorhin ganz interessant, das zu beobachten, dass Jan Sommer im Grunde die Übungen angesagt hat. Genau. Die Tom Starke dann mit ihm umzusetzen hat. Ja, er war ja mit unserem Standpult relativ nah dran. Genau richtig, was du sagst. Erste Ecke. Florian Kainz. Von einem Bremer, bestenfalls Mitläufer zu dem Kölner. Leistungsträger geworden! Und Köln führt! Das kann man nicht schwarz. Sie mit dem 0:1! Sie machen genau da weiter! Aber wie kann denn der da einfach verlängern? Guck mal, wie viele Leute da in der Mitte stehen. Keins. Ja, nix. Und dann ist es. Ja, das einfach. Guck mal, wie viele Rote da sind. Ja, da hinten passt wieder keiner auf. Ja, ich sag mal. Ja, Davis. Sei ruhig. Sei ruhig. Das war ein Auftakt! Komm doch, wir kommen doch. Elias Giri. Zwei gegen Bremen. Junge. Kann nicht wahr sein. Also kann nicht wahr sein. Jose Basic ist zuständig für Davis. Ich glaube, aus dem Mittelfeld. Ja, ist klar, Junge. Ich schiebe mit der Mittelfeldkette. Sergio. Extrem nach außen, also nicht hinten meiner, der oft über West gezogen wird. Und Schmitz. Paul, oder was? Tobi. Tobi? Mhm. Das Feuerwehr? Ja, der ist Bruder vom Schloss hier. Ja. In den Zweikämpfen geht's auf die Nuss. Hier, Skiri gegen Musiala. Aus Versehen. Verstehe ich nicht, verstehe ich einfach nicht. Unter dem Motto, ein Zeichen setzen? Nee. Ein Zeichen setzen. Gut, dann werden wir jetzt 6-1. Ist das 15. Gegentor der Bayern in dieser Bundesliga-Saison? Ja, das ist ja nicht. Die beste Defensive der höchsten deutschen Spielklasse. Alter, was ist das denn für eine Scheiße wieder? Aber verlässlich. Upamecano. Ey, was ist denn mit denen los, Alter? Oh, den Pullover wieder angezogen. Dann muss es richtig kalt sein. Die pure Leidenschaft an der Seitenlinie. Zutiefst authentisch. Der 52-Jährige. Weil, ab und an. Ach, auch für das Spiel heute in München, das Motto. Ja, jetzt hat er Stärken. Papa. Mama. Sané, Papa. Und so. Sané. Papa. Davis. Ja, das ist aber schon wieder alles zu. Ja, das ist schon cool. Langsam. Ja. Ich habe die linke Seite, die linke. Keins natürlich. In der Anfangsphase jetzt der dritte oder vierte Fehlpass. Eigentlich genau das, was Julian Nagelsmann kritisiert hat nach dem Leipzig-Spiel. Dass man nicht so ungenau ist. Schwäbe. Achtung, 30. Bundesligaspiel für Basel-Schwäbe.
Gut. Er müsste in Köln ja, das ist Bundesliga-Erfahrung entwickeln. Rot. Jamal ist aber letztendlich auch gegen Leipzig war dann nicht gut, fand ich. Oh wei! Ja, weil er auch zu spät gekommen ist. Er muss doch viel früher sich anbieten. Das schnellste Tor in dieser Saison für den FC. Keine 4 Minuten. Fonzi, Junge! Wo ist er? Ja, das ist kein Plan. Geiz! Und ich schwöre dir, der wird wieder erst in der 16. Minute sitzen und Mitte wechseln. Unverändert. Vertrag läuft aus. FC hat ein Angebot gemacht. Ich weiß nicht, ich war mal direkt von, nicht von Anfang an spielen lassen. Und Hector überlegt, ob er es annimmt oder ob er die sind sie gerade schwach, sich als Privatier zurückzieht. Meiner! Also. Wer hat ihn zu lesen? Er wäre schon vorbei gewesen. Ausgangssituation war wieder ein Einwurf. Zwei Bayern reklamieren, der Kölner wirft ein. Das haben wir vorhin gesprochen mit der Gedankenschnelligkeit oder wie man es auch sagen möchte, Aufmerksamkeit. Aber was den Punkt betrifft, der FC außergewöhnlich aus der Pause gekommen. Das war gegen Bremen schon total auffällig. Wie wach, wie frisch, wie giftig, wie aggressiv. Ich verstehe es nicht. Ja, wir müssen mal wieder. Ja. Der Landkämpfer. Soldo. Schießt er von mir. Erster vielversprechender Abschluss der Bayern. Dran, oder nicht? Ne? Reinzumalen. Was hat man mit dem Sessen? Wahrscheinlich in guter Verfassung. Heute? Ja. Backfisch mit Zuckerling und Salat. Ja, Backfisch? Ja, weil das andere erst dauert jetzt zu lange, was ich machen wollte. Weil dieses... Aber die hat doch diese Woche kurz, ne? Mhm. Ja, gut, aber. Wir waren erst um 6:30 zu Hause, weil alles wieder verspätet. Ja? Ich bin mal gespannt, wie ich das hinkriege am Donnerstag. So, ist der Donnerstag. Ja, wie steht die Nummer? Steht Donnerstag Comedy? Ja, er ist um 18, 19 Uhr. Also der Luca hat bis 3 Uhr Schule, also 3 zu Hause. Ich hab ihm gesagt, ich sag, ey, ich bin noch in... Ja, das kannst du ja vergessen. Ja, ich mache da nicht auf, weil, wie gesagt, wenn die erst... Die nein, ich hab dem gesagt, ich bin... Der, hat ja nur, der ist ja um 3 Uhr zu Hause, ist so Junker, ich bin aber noch in Köln. Ja, aber hast du gesehen, ich hab Mama heute erst um 6:30 abgeholt. Lisa kommt doch von nicht ein, Junker. Ja, das müssen wir wissen, aber das müssen wir genau morgen wissen, wegen Einkaufen, weil ich muss das Zeug holen. Mama wird tierisch sauer, wenn es wieder heißt, kommt hier nur einer und ich habe dann 2 Kilometer geholt. Ja, ich bin ja morgen sowieso, aber ich weiß, Steinbock gleich. Gianluca kommt auf jeden Fall. Ich bin schon voll. Josef Basic für Sie zur Orientierung gekommen für 50.000 Euro von den Offenbacher Kickers. Nochmal drauf.
hat heute sein elftes Bundesligaspiel. Er ist ein Bessermacher. Grazie, via capitano. Spielen. Erstmal gucken, ob du zwei Tore machst. Ja, auf jeden Fall. Ja, so auf jeden Fall nicht. Sonntag war frei bei den Münchnern. Da hat sich der Schnabri in diversen Outfits auf der Pariser Fashion Week präsentiert. Nur Scherz, wir müssen leider so mal wieder trainieren, gehen, statt solche Fotos zu machen. Gucci, Gnabry. Für Nagelsmann ist alles okay, solange er abliefert. Ja. Das versucht er bis hier. Ohne die Outfits zu wechseln. Letzte Woche hat es auch nur 7 Torschlagen gesagt, die ganzen Spiele. Ich glaube, dass es sollte, weil der Sonntag war frei, wie gesagt, und freie Sonntage, also auch deshalb freie Sonntage, weil man sich frei bewegen kann an einem Sonntag. Da können die Ausflugsziele schon mal. Ist nach der Arbeit direkt zum Los, ne? Mhm. Grundsätzlich ist innerhalb von 24 Stunden vieles möglich. 15 Uhr hast du Feierabend, ne? Mhm. Ja, da wird natürlich immer ein bisschen viel draus gemacht, ja. Aber je nachdem, welches Reisemittel man wählt, ist man vielleicht dann in Paris schneller, als wenn du 4 Stunden nach Köln zur Oma fährst. Dass das eine zum anderen. In dieser Weise nicht ganz, ob sie jetzt arbeiten muss, am Donnerstag oder nicht. Ich habe gesagt, ich muss das ein bisschen vorher, vor 15 Uhr wissen. Dass ich hier dann schreibe. Also Gianluca kommt. Von dem weiß ich schon. Was ist denn los, ey? So noch schlechter als die Leipzig. Ja. Köln ein bisschen umgestellt, wenn wir es jetzt im Großbild sehen. Hussein Basic ist ein bisschen vorgerückt auf die Meiner-Position und Meiner übernimmt diesen Job. Das ist der schwerste Job im Moment, weil sie laufen zwischen Goretzka und. Aber guck mal, die haben doch gar keine Lust irgendwie. Das ist ich weiß, was los ist. Wenn der Angriff über links geht, bietet er sich einen coolen Raum an. Ja, schick ihn doch. Dann kriegst du es nicht ganz zugestellt, wie jetzt auch zum Beispiel. Davis. Sane. Gnabry. Umdrehen und schießen. Auf, Gnabry passt nicht. Der legt mit vollem Einsatz.
Das war wirklich das. Stieler hält es kleinlich, aber auf jeden Fall unterschiedliche Gewichtsklassen. Er spielt den Ball. Ja, und das auch noch dazu. Junge, 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 Junge. Das auch noch dazu. Inzwischen hat Steffen Baumgart auch die Zeit genutzt, um mit Hussein Basic zu reden. Wir sehen das jetzt ganz klar auf der Position, wie vorher Linden Meiner gespielt hat. Ja, guck dir mal die Kölner an, die haben Lust zu spielen und Bayern ist irgendwie heute nicht da. Leck mich am Arsch. Jetzt. Mach mal was. Geh doch mal in die Box. Ganz links. Da bekommt Sané. Ah. Ich bin Gotze. Ja, so müssen wir weiter spielen. Ihm gefällt, was er sieht. Die Bayern finden zunehmend spielerische Lösungen. Er hatte nicht richtig getroffen. Ja. Und klopfen den FC auf Schwachstellen ab. Oh, danke schön für die. Na, was waren das? Enten. Wunderlampe. Danke. Wunderlampen waren das, ja, stimmt. Enten. Der Licht. Ach, der Bierkapitän, danke, Ziel erreicht. Du trinkst noch einen drauf. Hast du gehört, Lukas? Was, Lukas? Bestanden. Ja, ja. Jawohl, der Firma. Ja. Warte, was machen wir? Und oder Sané und oder Gnabry. Was machst du? Ja, da kann man so Ziele eingeben. Das ist immer lustig, wenn man da. Jetzt habe ich 7 Schweinchen gemacht. Glücksschweinchen, ja, Glück brauchen wir auch jetzt. Ja, aber der 20 Minuten gespielt. Mann, Mann, Mann. Ah. Jamal, Junge. Und insgesamt, wir haben darüber gesprochen, bereitet dem FC die Davis-Seite die größten Probleme bisher. Was? Oh. Hector. Das war nicht schlecht, wo steht das? Wunderlampen. Ach, danke schön, der Bierkapitän. 3 Glücksschweinchen, ja, wenn wir 3-1 gewinnen, das ist ja gut. Die Idee, wie du gegen jemanden spielen kannst und dann kommt das Spiel. Und dann musst du halt schauen, wie flexibel bin ich, wie kann ich auf meine Mannschaft nochmal eingehen. Kopfballtor, genau. So, Reklame weg. Schon 1-2 Mal sehr gut gemacht, mal sehen, ob es aufs Dauer hält. Ja, kommt gut. Belegt. Blick vorbei, Chabot. Erwischt den Meiner hoch und weit. Was ist denn Fonzi diesmal los? Ey. Nachdem er jetzt zweimal einstecken musste. Was ist denn da los? Ja, weiß ich auch nicht. Ach, der Davis war weg. Guck mal, der bleibt. Ich will ausrasten. Kleiner Punktsieg für Segel. Davis. Ja, was soll die Scheiße? Du läufst doch einfach an ihm vorbei und fährst jetzt nicht Scheiße. Ich will mal wieder zurück. Hat das Bayern früher auch mal gemacht und mal zurückgespielt? Nee. Boah, das war gut. Das war super. Schau mal los. Musiala. Ey, was ist denn mit Jamal heute los? Ja, war gegen Leipzig auch nichts. Nee, gegen Leipzig war auch nichts. Na gut, die gucken sich das ja auch an, die anderen. Ne? Die haben das ja seine Tricks auch mal raus. Ja, ja, gut. Was ist denn Manndeckung? Wird den komplett aus dem Spiel im Moment noch? Hm.
Ja, danke. Ich habe den Leipziger Freitag schon versucht. Der ging rein. Käfig abzuschneiden. So, dann sind wir jetzt bei YouTube 2 mehr. 1-0. 0-1, so. Komm, lass Knabri. Jetzt spielt aber Hammer. Ja. Was wollte er denn jetzt machen? Ja, schon eine lange Ecke. Mann. Also so einfach, was ich komme schon wirklich Sinn macht. Relativ schnell vorbei war, du bist ein Zufall mit dabei. Jetzt hier, wenn der Ball durchgelassen wird. Hä? Ja, er wollte schon nur Tor schießen. Ja, lange Ecke. Ja, aber das ist ja ganz schlecht. Junge. Ich dachte mal so mit dem da hin und her spielen da hinten dazu. Ich verstehe auch nicht, warum keiner mal drauf kann. Ne? Ja, du darfst erst mal in den 16er laufen, wenn der Ball gespielt ist. Der hat er. Ja, aber der hat ihm den Ball eben, dass er den ausführt. Achso. Dann läuft da noch keiner rein. Lass raus! Ja. Aber brauchst du noch was? Also, guck mal, wie viel Blaue jetzt eigentlich sind. Einmal kurz die Turbo gezündet. War der Michel gegen Leipzig? Ja, weil er ein Video geschickt hat. Nö, ja, er hat das von einem anderen geschickt. Du hast denn keine Karten hier für Gladbach genommen? Nö. Bin ich noch nicht da? Wo ist denn der? In Köln. Ach, das ist da. Superball. Oh. Ach, ist das nächste Woche schon? Nee. 18.02. Karneval Samstag. Ach, wo ist die Sterne? Oh, da hinten Upamecano mit der klasse Saison. So Halbzeit 0-0, 1-0, nein. Das ist die meisten Pässe. Halbzeit muss 2-1 stehen. Mehr ein Ankommen und es sind nicht nur die Lulu-Pässchen. Kimmich ist auch wieder nicht. Sonst schaltet das Spiel vor. Schon auf die guten Lange. Warum geht der denn jetzt nicht wieder raus und wieder rein? Jetzt sind wir gleich wieder in der Mittellinie. Bist du? Ja, wieder fest. Ich verstehe nicht, warum die immer, wenn die doch wissen, kommen im selben Punkt nicht rein, dann spiel doch auf die andere Seite. So. Weiter! Das dauert doch viel zu lange. Und wieder in dieselbe Ecke rein. Also wenn du so gegen Paris spielst, kriegst du richtig Haue. Wir spielen jetzt im März gegen ihn, ne? Oder? Ne, für Februar. Schon im Februar? Lukas kommt auch. Bisschen Probleme beim großen C. Wegen dieser Schreibstelle. Gestern das Training abgebrochen, für heute kein Problem. Aber. Der nächste. Nachricht. Das kann doch nicht wahr sein. Da liegt ein bisschen was drin. In solchen Dingen liegt ein bisschen was drin. Also. Wenn sie jetzt den Ball erobern, die Kölner, schaffen sie es nicht, so eigene Punkte zu setzen, beziehungsweise den Ball eingreifen. Die gehen zu schnell und ich glaube, dass das nicht lange gut geht. Schmitz. Ein
war in alter Verbundenheit, Musiala. Also müssen wir mindestens 1-1 machen. Also. Upamecano. Da schauen wir uns der jetzt. Goretzka. Da müssen wir mal Chapeau. Hat da einen Fuß angeboten, okay, den Goretzka nicht genommen hat. Weil er zum Abschluss wollte und nicht den Elfmeter. Beziehungsweise der Freistoß. Handspiel von Soldor. Quatsch. Das war nicht strafbar. Kann ich sehen. Gib ich. Oh. Bravo, Meiner. Meiner. Und jetzt muss die Post abgehen. Len Meiner. Kommt doch keiner zurück. Guck mal. Kommt kein Roter zurück. Ja, jetzt. Kein Schlag. Und Atskiri. Sommer dazwischen. Ey, werf dich da rein, Mensch. Also. Schmitz! Hau den Ball doch da weg! Oh. Ja, voll. Junge, Junge. Das hat Baumgart gefallen. Boah. Super mitgespielt von Jan Sommer. Boah. Wird er da nicht hingelaufen, ne? Ja. Ja, das Ding war ganz wichtig. Das darf nicht nochmal passieren. Ja, der Mann macht heute sein 274. Bundesligaspiel, also weiß ich genau, was er tut. Ja, aber er muss die Situation erkennen. Es war eine sehr gute Flanke, flache Hereingabe, schwer zwischen 5er und 11er vom Torhüter. Und wie gesagt, klasse reagieren. Vorher die Entscheidung mit dem Beiner, bei der Kontermöglichkeit, da hast du gesehen, okay, mit Leroy Sané und Dennis, zweimal Usain Bolt mit Fußballschuhen nebendran, da trenne ich lieber ab und spiele lieber außen. War ein sehr guter Konter. Aber. Ach komm, wen war der denn? Ich glaube nicht. Ja, aber der spielt halt zumindest mit zwei Mann rein. Eigene Defensive mal kurz durchlüften. Bei eher ein Stoßlüften. Goretzka. Nächste rote Welle rollt. Ja, aber was? Muss der Knabri muss doch gleich raus und muss doch den Komor reintun. Ich hätte von Anfang an spielen lassen. Knabri dazwischen, ohne Silben. Reiz. Ich bin viel zu einfach. Ja, der den Ball natürlich durchtritt. Schneller umschalten. Ich will zum Rätsel mal wieder hinten. Das verstehe ich nicht. Das Umschaltspiel ist ja. 2023 live aus Saudi-Arabien. Freitag und Samstag jeweils ab 17.30 Uhr auf Pro7. So, jetzt nochmal. Schöner Schmitz. Oh, das ist Kiri, Schmitz. Wahnsinn. Er ist weiter zu früh eingestiegen. So, jetzt rüberspielen. Kiri. Ich verstehe schon nicht, warum die die Scheiße immer machen. Ja, und jetzt. Lauf. Lauf doch noch. Ey, gibt's doch nicht. Ey, zweimal und kommt nicht rein. In Was die Zuschauer nicht sehen können, Steffen Baumgart bekommt immer wieder so Hinweise, ich denke, das ist
der Analyst, der wieder von der Bank kommt und ihm kurz was zuflüstert. Auch dieses Zusammenspiel scheint zu klappen. Ei. Ich weiß nicht, dass man da will, ne? Naja, weiß jetzt nicht, ob man da pfeifen muss. Nationalspieler Luxemburgs, in Dänemark geboren. Neuntes Bundesligaspiel. Ja. Jetzt auf die andere Seite. Ja, die verhungern unterwegs, die Bälle. Ja, ja. Wow! Der war zurück. Aber was du vorhin gesagt hast mit dem Steffen Baumgart, das besser machen. Das ist schon, wenn man das so sieht, ist schon schön zu sehen als Fußball, ja, Oldie oder auch mehr Romantiker. Das war viel zu einfach. Union Berlin, Freiburg kann man wieder zunehmen und natürlich auch Köln. Die Coaches holen, machen Transfers, wo du im ersten Mal denkst, ach, sollen die gehen? Und dann nachher sagst du, Mensch, das ist aber ein ganz anderer, den ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch gesehen habe. Weil natürlich der Druck ein bisschen ein anderer ist und die Entwicklungsmöglichkeit viel, viel größer ist bei den Vereinen. Deswegen freue ich mich, weil in Köln sind ja relativ viele ehemalige U21-Spieler im Kader. Auch ob Davy Selke wieder aufs Tablett zurückkommt. Davy hat einen Riesenanteil, als wir 2017 Europameister geworden sind. Jetzt ist der dabei. Oh, danke schön für das Glücksschweinchen, aber im Moment bringt das nicht viel. Hast du den Schlaf bekommen? Ja, und noch eins. Ja, jetzt wird schon 4-1. Es wird schon 4-1. Ja, 6 Schweinchen schon. Oh, 7, danke schön, Phil. Oh, geht weiter mit Glücksschweinchen. Oh, jetzt, ja, jetzt müssen wir aber jetzt, aber wenn wir jetzt nicht gewinnen. Eieiei. Jetzt müssen wir mal gewinnen. Gucken wir mal, was wir Neues haben. Und er holt alles aus dieser Mannschaft. Ja, das haben wir ja schon. Das ist unstrittig, Choupo-Moting. Ach, Quatsch. Oh, ja. Ist das so geil. Also. Die Lage vor dem Werder-Spiel war nicht ungefähr. Oh, jetzt hab ich schon was. Ja, das ist geil. In Folge nicht gewonnen. Und dann 1-7-1 kann echt nicht wahr sein. Natürlich lassen sie sich jetzt Zeit. Sie müssen jetzt 3-4 noch kriegen. Die echt, Köln schon wieder, dass dann schreit er denn auf. Sein. Ja, wenn er das nächste auswechselt. In der 16. Minute. Und es ist noch nicht mal Karneval. Ja, aber der muss doch jetzt. Also, ich würde den Kimmich rausnehmen, den Grafenbarsch reinbringen. Dann würde ich den Choupo-Moting raus, den Tell reinbringen. Dann würde ich den Coman raus reinbringen. Also das, ja. Ja, das ist doch kein Verteidiger. Habe ich ja nicht gesagt. Ich habe ja auch keinen Verteidiger rausgenommen bis jetzt. Upamecano. Habe ich ja nicht gesagt. Du hast Upamecano gesagt. Nee. Kimmich für Grafenberg, Upamecano für Tell. Nee, ich meinte, ich wollte eigentlich Choupo-Moting sagen. Okay. Für Knappe, Coman. Ja. Und dann bleibt es auch schon wieder. Ja, dann kannst du immer noch gucken nachher. Das darf doch nicht wahr sein. Was merkt ihr das an jedem? Das ist der blind oder was? Die haben doch blaue Hemdchen an, die anderen. Necke, meine Fresse, echt, ey. Ich könnte ja schon wieder Dildo schreien. Ja, der Müller, den würde ich auch gerne mal auch einrichten, würde ich auch mal. Das ist der Müller. Oh, danke schön, Phil. Danke. Oh, haben wir schon wieder 50%. Den Banner kannst du noch holen. Hey, danke. Den Banner? Banner. Welchen Banner? Paul Banner. Achso, nee. Vorher mit dem, der ist 16 oder 17. Wir brauchen jetzt einen, der das spielt. Wolfsburg fühlt schon 3-0. Okay. Florian Kainz, Schabola. Der erste Tor von der 4. Minute. Skiris Richtung 2. Post unterwegs, Susan Basic. Das waren die Koordinaten beim 1-0. Schabola. Freunde, fast den eigenen. Also, wenn die jetzt 2-0 machen, dann ist es vorbei. Ah je. Das ist super von hier oben gesehen, das war eigentlich das Ende nochmal. Vorgesehen mit dem Wegball, eine Verlängerung hinten am zweiten Pfosten, haben wir die Verlängerung.
Leute, denkt auch mal mit YouTube nochmal, ne? Denkt mal, wir müssen noch 2 Jahre bei YouTube dafür gewesen, dass wir die alte Zahl wieder kriegen. Also guck mal schnell. Da ist eine Halbzeit. 8 Minuten. Dann auf YouTube. Dankeschön, Phil. Hey, was machst du denn jetzt? Jetzt haben wir ja durch. Ziel erreicht. Dankeschön. Krass. Ja, in Sat.1 gibt's das. Das kannst du ja nicht immer einheben da. Wann soll die Zeit? Also die Uhr. Ach, was ist jetzt? Wir feiern heute wieder an. Oh Mann, ey. Schneller. Jetzt spielen sie hier vorne 10 Meter gut und jetzt, ja, für wen ist der? Und auf Sky, ja, auf Sky auch. Josh Gobo, das gibt's doch nicht. Was ist denn mit denen los? Die haben nicht schön. Da war ja auch kein Abseits. Wir wollen mich verarschen. Ein einzelner Mann spielt 3 Mann aus. Gibt es doch nicht. Alter. Wollen mich verarschen, Mann. Ja, der Müller wäre auch am besten. Die signierte Mütze von Baumgart gibt's zu gewinnen. Was ist denn da los? Also wenn der, dann würde ich direkt wechseln. Ich würde die direkt jetzt warm laufen lassen und dann die 4 Mann da reinbringen. Also. 6, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10, 10. Dankeschön. Ziel erreicht. Oha. Danke, danke, Phil. Die Mützen sind rar in Köln, weil Leber ausverkauft. Hier so eine ganze Ladung im Suezkanal. Also so 1-1 müssen wir schon machen jetzt, aber. Die hat bei uns im San André Spiel. Kimmich, Alter, was ist denn los, ey? Spiel doch aus! Und jetzt rein! Das ist doch keine Flanke. Kann der nicht mal eine Flanke reinbringen, der? Mann, Mann, Mann. Das sieht so aus, als wäre Köln durch dieses kleine, sagen wir mal, passive Tief durchgekommen. Hatten jetzt 2-mal sehr gute Aktionen nach vorne. Man muss sagen, das Spiel fängt schon mal das, was es so versprochen hat. Ja. Chabot. Hol ihn nochmal. Chabot, das Einmann räumt Kommando. Keins, ab geht die Fahrt. Davis ist da. Fonds nach hinten. Ja, oder so. Oh, jetzt. Super. Opa Meccano. Geh, 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 geh. Einmann-Büffelerde auf die letzte Reihe zu. Aber der Knabe muss doch aus. Mensch. Und der Licht von Schmitz. Von Gnabry. Also, das ist der Grottel schlecht. Weil die Kölner jetzt einzufehlen, ey. Na, die direkt Bayern. Junge, Junge, Kimmich. Also wenn der nicht, das verstehe ich ja nicht. Der fängt mit derselben Mannschaft wieder an, wirst du gleich sehen. Anstatt der die jetzt alle auswechselt. Der muss jetzt schon mal. Danke, Phil. Lass die anderen auch mal. Danke, Phil. Das kann echt nicht wahr sein. Ja, ich höre recht, das Spiel verliert heute. Also. Wenn die so weiter spielen, schon bei ja. Da kommt ja gar keinen Gegenbäumen. Die also, müssen jetzt auf jeden Fall entweder noch ein 1-0 machen oder 1-1 machen oder in der zweiten Halbzeit vollgas gehen. Ja, aber das wird dann schon schwer. Ja, wenn der sowieso der Mitte und schwächst, dann wird nicht die 4-mal wechseln. Wieder wahrscheinlich in der 16 oder 17 Minute. Noch überraschend viele Missverständnisse. Tja, echt. Schwäbe. Was haben wir denn noch?
Nichts, sondern 1-1 vor der Halbzeit. Das war also stimmig. Super. Musiala. Musiala weitestgehend behütet. Ich guck ja, das ist doch Gott und schlecht. Also es ist. Goretzka. Das ist echt nix. Schieß! Früher, wesentlich. Junge. Jetzt hätte er schon schießen müssen, ne? Genau. Da hätte er schon einfach draufziehen müssen. So, jetzt kommen 1-1, Halbzeit. Guck mal, wie gar nicht Kopf, Leute. Ja, ja. Die Ecke kann, die wird nichts werden, weil die da kann er keine Ecken schießen. Der Sohn von Zvonimir. Gute Gene, der Mann. Ewig. Schieß doch einfach mal. Wow, und der Kopf da. Der Kopfball von Goretzka. Mann. Dankeschön. Was ist das? Das ist doch jetzt das neue Spieler. Danke, danke. Ja, das ja, das küss dein Herz. Ja, das ist cool. Ja. Passt jetzt, danke, Phil. Also, ja, jetzt vielleicht nicht was passiert. Ja. Ja, knapp gespielt, was geht vor einem Fall. Telefonnummer, die Mama dran. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Ach, der Uli. Eigentlich besser allerdings, Alter, wenn der an der Disco an der Tür steht, dann gehst du nicht mehr in die Disco rein. Scheiße. Aber so ein krasser Junge, war echt super. Da hat damals in Italien gespielt. Schön, dass er sich so entwickelt. Das ist wirklich klasse. Schön. Türsteher-Mentalität, das ist heute bis heute treu geblieben. Ja. Das hat der Pfeifer auch schon pünktlich ab. Auch heute nur Stammgäste. Ah. Ist auch gut. Also. Mit dem Ticket kommt auch. Ja, super. Sag mal, auch einen Sendenstoß? Sendenstoß? Nee, danke. Natürlich spielen wir jetzt auf Zeit. Ich bin geschieben gegen Upamecano. Komm, Schoko. Der kann aber auch in die Hose gehen. Scheiße. 40 Meter Kopfball. Ah! Nach 4 Minuten. Einfach nach vorne. Das muss doch. Nach der Ecke von Kainz und dem Treffer von Skiri. Ja. Ab diesem Zeit. So, Halbzeit ist. Der erste FC Köln führt in München 1-0 nach 4 Minuten. Wollen die mich verarschen? Wollen die Bayern-Spieler mich verarschen? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Die spielen ja schlechter als gegen Leipzig. Da ist ja gar nichts drin. Aber pass mal auf, der Nagelsmann hat keine Eier in der Hose. Ich würde jetzt wechseln. Jamal raus, Müller rein. Gnabry raus, Coman rein. Tell rein, Choupo-Moting raus. Kimmich raus und Gravenberg rein. Direkt 4 Mann wechseln. Hast du einen noch? Wenn sich einer verletzt, kannst du noch wechseln. Aber der wird jetzt wieder spielen und dann das hätte schon ein 2-0 für Köln stehen müssen. Normalerweise. Also, das kann echt nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Wollen die kein Meister werden? Die hatten jetzt Pause gehabt. Ne? So, und dann waren sie großartig in Doha gewesen, im 7-Sterne-Hotel, haben sich die Eier kraulen lassen. Und jetzt der eine, der fliegt dann zu der Fashion Week. Der andere, der mosert immer nur rum, der andere macht das, der eine macht das, der eine. Dann ist der Torwartproblem und das und das und das. Alles kommt zusammen. Aber da spielt doch keiner heute für die Fans.
Das ist doch Larifari-Fußball, was die Bayern heute spielen. Der muss in der Kabine so knallen, das kann doch nicht wahr sein. Und der Nagelsmann wird dann sagen, ja, spielt mal so weiter. Ne? Gut, dann hat man vielleicht die Mannschaft von Leipzig dann nochmal spielen lassen und sagt, so, jetzt zeigt ihr mal, dass ihr besser könnt. Ja, aber das ist ja schlechter als gegen Leipzig. Dann wechsle ich doch jetzt mal. Die Einwechslung gegen Leipzig, wann hat er gewechselt? 75. Minute, kann das sein? So, der Tell hat er gebracht 84. Minute oder 86. Minute. Das ist doch nicht dem sein Ernst. Also wenn da jetzt kein Vollgas kommt, dann weiß ich es nicht. Gegen Köln musst du zu Hause gewinnen. Du musst nächste Woche gegen Frankfurt zu Hause gewinnen. Du musst die Heimspiele musst du doch gewinnen vor 75.000. Aber da kommt ja auch nichts. Denen ist kalt. Anstatt die mal da Vollgas geben, die Fans, und machen Attacke? Nee, auch nicht. Meine Güte, das kann echt nicht wahr sein. So, jetzt schalten wir hin zur Halbzeit 2 und hoffen, dass die Bayern noch 2-1 gewinnen werden oder höher. Auf wie geht's, Boam? Auf geht's, zweite Halbzeit. Jetzt. Weiter geht's, die Aufholjagd bei einem Rot. Will er mich verarschen? Was war das denn schon für ein Dinge? Von links nach rechts jetzt in dieser zweiten Hälfte. Jungs, jetzt 2 Tore und gut ist. 2 Tore und gut ist. Am besten wäre 3. 3-1 habe ich getippt. Auf geht's. Woran liegt's? Ja. Woran hat's gelegen, ne? Upamecano. Verstehe aber das immer noch nicht, dass er den Kimmich drin gelassen und den Goretzka rausgenommen hat. Mit Kimmich kommt doch ja nichts. Ruhig! Das war schon wieder scheiße. Wie kann man denn so einen Bass spielen, Coman? Aus. Mensch, der Ball aus. Ja, leider muss morgen arbeiten. Danke fürs Folgen. Seht mal an YouTube. Outdoor Fußball Urbex-Mischer. Komm, lasst ein Abo da. Komm. Bitte. Wir sind jetzt bei fast 200. Lass mir wenigstens 10 kriegen, komm. 10 Leute mich abonnieren, da bin ich zufrieden. Ich brauche jetzt keine 100. Würde ich mich natürlich freuen, wenn mich jetzt 100 abonnieren würden. Dass ich will dieses Jahr schaffen unbedingt 1000. Dafür brauche ich aber eure Unterstützung. Kommt Leute, bitte. Ja. Der Davis ist so am, weiß ich nicht, was ist denn los? Was ist denn mit dem Fonzi los, echt? Hat er zweimal hat er gewechselt. Goretzka raus und Gravenberg rein und Gnabry raus und Coman rein. Verstehe ich nicht. Im Schatten ist jetzt auch noch nichts, weiß ich nicht. Ja. Und die kriegen keine Pässe, die kriegen nichts hin. Ja, wenn ich das hatte, dann habe ich aber wieder voll. Ja, ja. Nee, das war schon, das war klar. Dann hätte lieber den Kimmich raus. Ja. Keine Option zu sein. Ja, verstehe ich nicht. Ja, da guck mal, da kommt aber kein. Schieß doch einfach mal von da hoch. Was wollen die denn machen? Ja, weiß ja. Schieß! Der Zell ist doch auch drin. Nee, der Zell ist nicht drin. Zeig mir hier, was heißt der Licht? Wer hat denn die 30? Grafenberg ist drin und Coman ist drin. Ach, hat Grafenberg die 38? Ah ja, tatsächlich. Ja, verstehe ich nicht, warum er den Teil nicht auch direkt bringt. Schubert hat er jetzt auch nichts gebracht die ganze Zeit. Und der Junge ist heiß, der ist, keine Ahnung, wie alt er ist. Ich bin auch so. Ja. So hin, hoch. Bayern legt übrigens zum zweiten Mal in dieser Saison zur Pause zurück. Er lag zur Pause zurück. Zuvor. Ja, schneller und wir raus, zack. Und jetzt geht er mit. Als Jan Sommer so, zack, die Münchner mit zum Teil aberwitzigen Paraden in die Verzweiflung trieb. Mann, ey. Aber den Angstgegner haben sie ja mittlerweile unter Vertrag. Schieß! Ja. Schau. Junge. Die Kölner Wechsel kann man. Und deswegen verfügbar ist
ihre Latte öffnen und kochen. Ja. Bisschen nicht. Man möchte natürlich von Weiler die Stabilität in der Defensive garantieren. Ich hätte bloß nicht wieder unentschieden. Ja, wir wollen auf jeden Fall die Latte. Muss die Heimspiele auf jeden Fall gewinnen. Heute und dann am nächsten Woche. Gegen wen nächste Woche? Frankfurt. Gutes Ding, besser, nur noch gefährlicher. Jetzt der Konter über Keitz. Und Pamecano schneidet in den Weg ab. Keitz hat die letzte Überzeugung gefehlt. Genau. Bester Spieler aktuell hier im Sommer. Jetzt brauchen die wieder 10 Stunden, bis die den blöden Einwurf machen, die Kölner. Ey. Die müssten doch bei so einem Zeitspiel nach 50 Minuten, müssten die doch schon, weiß ich noch, 3-4 Dinger kriegen. Hast du Schalke gesehen? Das Problem ist, wir sind jetzt nur noch 3 Punkte vorne. Ja, ich weiß. Wir müssen auf jeden Fall heute gewinnen. Einfach macht uns beiden hier zu weich, ey. Ich sag doch, es ist für die Jahreszeit zu warm. Nee, theoretisch sind wir nur 2 Punkte, oder nicht? Nee, wie steht denn Frankfurt? Geiz. Leipzig hat 32 Punkte, wir haben 35. Ach so. Der Frankfurt hatte ja 5 Punkte hinter. Frankfurt hat 30, ja. Die spielen morgen, genau, in Freiburg. Das ist Leipzig jetzt durch den Sieg. Ah ja gut, die haben drei ja Punkte vor, 3 Punkte hinter. Ja. Die sind 3 Punkte. Warum geht denn da keiner drauf? Ja. Mann! Ich habe ja das dann immer nicht kapiert, irgendwie, keine Ahnung. Nee. Kommt aber auch jetzt nichts, dass die jetzt großartig sagen, so knallt jetzt. Weil der läuft jetzt nur einfach quer hinten. Seit 2010 in Köln. 329 Spiele für den FC. Vor anderthalb Jahren. So, links, ganz links. Relegationsrückspiel in Kiel. Das wichtige 1:0. Ey. Franzose. Ja. Ecke. Was? Ecke. Einwurf. Oder der war doch aus. Ja, ich weiß nicht. Jetzt hätte es ja Ecke gegeben. Jetzt habe ich versprochen. Ja. Oh, das kann doch nicht sein. Die liegen 1-0 hinten und die spielen mit dem Torwart. Dann machen die eine Ecke auf. Und dann mal raus, das muss schneller gehen. Spiel doch den. Boah. Ja, war aber knapp. Ja. Jetzt links vorbei. Ja. Jetzt musst du spielen. Ja. Und da war wieder einzig. Dann kommen sie alle, Kimmich. Super. Ja, oder so. Ja, ja. So ist es einfach. Dann haben wir mal einer dazwischen oder was weiß ich. Aber es sind auch gar keine richtigen Abschlüsse. Ja gut, aber da war ja ein Torwart, dann hätte er hier gehalten. Entweder man präsentiert ihm was Unhaltbares oder man kommt nicht vorbei an Marvin Schwäbe. Guck mal nochmal, guck mal. Noch an keinem Torabschluss beteiligt, Jamal Musiala, Coman. Guck mal, die stehen mit allen Mann da hinten rein. Ja, ja, klar. Du hast ja gar keine Chance mehr, da irgendwas zu machen. Warum geht der jetzt weg? Ja, ich wollte gerade sagen. Mann, ey. Sehr gewöhnlich, ähnlich. Dann immer durch die Mitte. Nach da hinten, ja. Jetzt hau ihn drauf! Und jetzt. Ja, so langsam kommen sie, ne? Aber zu spät. Ja. Viel zu spät. Ja, das so weit er jetzt, glaube ich, ist auch bald weg. Ja, auf jeden Fall. Wenn du parierst, verlierst. Wenn du so spielen, dann wirst du auf jeden Fall verlieren.
Drauf jetzt! Ja, ja. Guck mal, da geht's doch. Drauf! Ein 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Die München hat damals Corona gebeutelt. So, jetzt. Bitte her. Das wird schneller auf eine andere Seite. Rückbau. Vorne. Selke macht sich bereit beim FC. Oh, hey. Ja, schon fast wieder. Komm nicht durch. Ja, schon permanente. Das Problem ist, du musst einfach nur. Ja, dann musst du die Außen. Du musst auf die Außen reinpacken. Das ist das Beste, was du eigentlich machen kannst. Und durch die Mitte ist. Unendliche Passstaffel. Und das nach hinten die ganze Zeit ist auch größer. Schwachsinn. Ja. Nutze nichts wundern, aber was ich für Ballbesitz hast und dann. Pass, so lange bis ich die Lücke auftue. Dort tut sie nichts auf. In die Mitte rein. Kurz und wieder nach hinten. Ich. Der Licht. Zu lang. Bisschen zu weit. Aber auch wenn sie mal drauf achten, der Davis ist eigentlich kein Außenverteidiger mehr. Also das ist im Grunde eine Dreierkette und Davis ist zweiter links außen. Ja, du musst ja jetzt zu 16 Minuten musst du doch Stürmer bringen. Ja. Ja, er hat doch jetzt nicht große Akzente setzen können, Schuppenmutter. Da muss man doch jetzt den Jungen bringen. Sitze. Ja. Nicht ohne Risiko, nur mal so. Chupomote, ja. Hector, Volkovat. Keins. Ja, hoffentlich noch. Selke für Tigges. Ja, du musst doch jetzt irgendwas machen, 16 Minuten. Du musst noch zwei Tore machen, also eine halbe Stunde. Also musst du jetzt irgendwas machen. Auf jeden Fall. Du kannst jetzt nicht nur da die zwei Mann wechseln und die gut ist wieder. Okay. Marco Schindler. Für den Zell würde ich mal rein tun. Aber ich drücke der linken Meiner mehr auf die Vereinsposition auf der linken Seite. Kannst du ja schon noch, Dümmerler. Ja. Aber Stanisic. Ja, Stanisic ist der Abwehrspieler. Ja, ja, das ist das Problem. Nee, den brauchen wir nicht. So, jetzt umschalten! Guck mal, die lassen sich so raustrennen. Das ist noch schlechter als gegen Leipzig. Noch ja. Viel schlechter. Hat aber auch keiner eine Idee irgendwie. Guck mal, weiß ich. Das war gut. Rechts und Meier übernimmt die Position. Warum schießt er denn nicht? Warum schießt er denn nicht? Auf wen wartet er denn da? Auf wen wartet er denn da? Da verstehe ich nicht. Also. Ja, verstehe ich nicht. Da muss er, was wollte er denn noch machen? Wie viele Haken wollte er denn da noch schlagen? Verstehe ich nicht. Also, da brauchst du nur mit der Picke den Ball reinzuschießen. Ja, ja. Junge, Junge, das verstehe ich manchmal nicht, dass man da, ist doch scheißegal, ob ich jetzt noch einen ausspiele und dann da Tor mache. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also das werden wir noch mal zeigen, da musst du doch da, also bessere Chance vom Tor hast du doch. Die wirst du erstmal nicht so schnell wieder kriegen. Mann. Ja, da hat man da nochmal einen harten Schlag, muss da bestehen. Weil das schöner aussieht. Aber schon wieder Sané. Nee, der muss ja aber. Ja. Ich meine, der muss ja lösen. Roman!
Schild auf den zweiten Pfosten. Schindler. Eising. Im Eishockey, oder? Eising, ja. Junge, Junge, Junge. Es ist noch ein bisschen früh, sich jetzt nur noch hinten reinzustellen. Die Entlastung fehlt jetzt im Moment wieder bei den Kölnern. Bayern spielt das Spiel. Ja, jetzt noch! In der Mitte, um dann nach außen zu kommen. Schön. Weiter! Entscheidet Schäler. Davis von Bayern spitz. Sané bietet sich auch kein Bein an für einen Freistoß. Schmetter. Opa Meccano. Skiri dazwischen. Immer irgendein Kölner dazwischen. Sommer. Einspüren da. Rüber, schneller! Papa! Geh doch mal! Guter Pass, Papa! Komm an! Der Tempo vorbei, der Linke! Scheiße! Eckball! Und fairerweise, ohne jetzt ein Fass aufzumachen, Klaschow und Ting ist schon auch ein Kopfballspieler, aber die meisten der Reingaben kommen irgendwie flach, weil sie natürlich jetzt auch nicht gerade einen großen Mittelstürmer waren und die beiden Innenverteidiger der Kölner sehr kopfballstark sind. Da fehlt noch eine Variationsmöglichkeit. Er geht besser. Kimmich. Musiala. Ljubicic. So, was ist jetzt Wechsel? Macht dem Spaß. Das soll spielen genau nach seinem Geschmack. 75.000 ausverkaufte Allianz Arena. Schindler! Ich mach viel zu offen, recht. Ja. Spitz. Martel. Musiala dazwischen. Was jetzt bauen sie Ziel doch mal den Sprint an. Stefan Kunz wollte nicht. Was soll das? Hm? Warum sprintet der nicht einfach mal ein bisschen durch? Hey, in der Box. Kingsley. Da ist keiner. Nein, die gucken aber irgendwie nicht. Sieg mit Spielerpokal in 27 Minuten. Selke. Ja, müssen wir jetzt aber langsam mal ein Tor machen, sonst alle Rückspieler nur vor so einer Flaschen. Ein 1-1 machen, ey, das kann wirklich nicht wahr sein. Das ist noch gegen Köln. Und trotzdem sind sich alle einig, wenn jetzt Selke noch einer hinbekommt, dann Steffen Baumgart. Das ist David Selke mittlerweile 27. Selbst über den Status des ewigen Talents schon hinaus. Jetzt spielen wir. Ey! Faul. Freistoß. Schneller, Leute. Erik Martel. U21-Nationalspieler. Ja, gelb. Okay. Muss man recht wissen. Von RB Leipzig. Kimmich schießt, der Ball hat den direkt wieder drauf. Ja, der will der flanken.
Stadion, also. U21 ist er da? Ja, er schießt ja mit rechts, der Flank will er wieder flanken. Oh, ich glaube, so nicht. Ja, der. Ja, da sieht's so aus, ne? Ja. Nee, kann ich schießen. So, ja. Sané, Kimmich. Neue Variante, ja, mit der Flank. Ja, was macht denn das denn? Gut, oh, gut, müssen wir was anderes machen. Gegen vier. Jetzt rechts rüber. Überlauf dir nochmal. Mach doch den Weg frei. Ja. Und jetzt rein. Das sind ja aber auch Flanken. Die kommen aber von mir gar nicht an. Oh. So, Mann. Ja, natürlich lässt du immer zu schnell fallen. Sehr gespannt, Upamecano. Einen richtigen Abschluss irgendwie. Das kann echt nicht wahr sein. Ich verstehe das nicht, dass man da den. Einer. Siri! Und durchlaufen für die Kölner. Das sieht man auch, geht mal erst keiner zum Eckball. Ja. Besser mal in Ruhe, genau. Euch durchwischen hinten. Und erstmal los, mach langsam, langsam. Ah, mit meiner Getreide zu schnell. Nein, nein, nein. Ja, wenn jetzt 2-0 fallen sollte, ist es vorbei. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das ist zu spät. Es gibt ja das Prinzip des gezielten Fehlpasses. Ein taktisches Stilmittel sogar. Ja. In dem Fall eingesetzt, um ein paar Sekunden zu gewinnen. Du musst doch auch den Stürmer bringen. Du musst doch jetzt gucken, dass du warum, wenn du Pech hast, mit zwei Stürmer spielst. Du musst doch jetzt gucken, dass du wenigstens das 1-1 machst. Also, verstehe ich nicht. Jovicic. Kannst du sicherlich immer auf die Schippung trinken. Jovicic dreht eine Runde mit Kimmich. Upamecano auf den Rutsch, steigt weg. Ball kommt trotzdem an. Choupo-Moting. Dreht ja. Versucht zu stören. Müller. Oh. Der Müller. Als Stürmer. Pass auf. Ich würde jemanden das Jahr bringen, nach außen. Ja, ja. Ich würde sagen, Position für Position. Musiala geht raus, Müller kommt. Muss der Dell aber reinkommen? Ja, er müsste jetzt mal wechseln. Ich weiß nicht, was er will. Er hat noch zwei Stück, ne? Ja. So, einen muss er auf jeden Fall noch wechseln. Ja, das ist später. Was willst du? Das ist nur 20 Minuten. In 20 Minuten musst du zwei Tore machen. Also, ja. Die haben ja nicht mal geschafft, jetzt in 70 Minuten ein Tor zu machen. Spielt doch nicht immer hinten. Ja. So, jetzt wieder spielen doch direkt. Vierter Bundesliga-Einsatz in dieser Saison. Die haben das immer detailliert. Das kennen die wahrscheinlich gar nicht. Die meinen wahrscheinlich, die hätten ein Tor geschossen. Und auch da eben unter 2,5 Monate verletzt gefehlt. Sprunggelenksgeschichte. Spricht doch keiner mit anderen, ne? Gleiches gilt für Nicolas Soldo. Ah, das ist. Sané! Schieß! Wo will er denn hin? Lässt ihn da, spiel! Fonzi. Ja. Sané! Baba! Jetzt rein. Weiter! Da kommt aber keiner und hilft ihm, ne? Das ist wirklich ein sehr belebendes Element. Schön, Fonzi. Davis, vorbei an Schindler. Wo wollt ihr denn hin? Das hat gegen Barca funktioniert, aber das funktioniert schon.
kurz war das Fenster offen, um zu spielen. Ja, wahrscheinlich wieder wie in Barcelona, wo der dann reingelaufen ist und dann zu Kimmich gespielt hat. Wird gleich kommen beim 1. FC Köln. Ja. Oder kommt die Ecke von Kimmich. Was ist das denn? Ecken schießen kann der von da nicht. Weil er immer kurze Pfosten schießt, immer kurze Pfosten. Das geht vielleicht von 100 Mal einmal gut, aber das jedes Mal. Die haben einen Torwarttrainer, der richtig viel Freistoß und Eckentrainer und was kommt dabei raus? Nix. Ich verstehe das nicht. In Köln gab es eine gute, die erste. Coman. Coman, Müller, Coman! Mach ein bisschen runter. Interessant, ja. Keine machen den fünften Wechsel, ist richtig? Ja, ja, ja. In der 70. Minute, ja. 20 Minuten gehst du jetzt Risiko, dass vielleicht was passieren kann, du kannst nicht mehr wechseln. Ja, aber glaube, die Bayern können noch zweimal wechseln. Man wechselt ja nicht jetzt auch mal. Vielleicht wechselt er wieder in 85 Minuten, bringt dann einen Stürmer dabei, 0-1 hinten. Er versucht vielleicht ein eventuelles Gegentor lange aufzuschieben und geht dann das Risiko, jetzt schon den fünften Wechsel zu machen. Das ist aber jetzt nur meine. Würde Sinn machen. Ich kann deiner Logik folgen. Immerhin einer. Das Gegentor möglichst lange verzögern. Grundsätzlich gutes Prinzip. Meiner hat den Tag komplett leer gefahren. Wieder ein tolles Spiel gemacht. Kann echt die Schwanger sein, so eine blöde Flanke da und passen drauf. 1-0. Ja, aber der muss doch dahin der Sprung und hängen, auf den Rand bitte hängen. Faul. Abgefälscht von Stiele. Ja, zum Schluss doch rechts. Okay. Ja. Da bringt bei dir nichts schnell, das Spiel spielen gehört. Ja. Oh wei. Ey. Bauspiel Selke. Donnernder Applaus von Steffen Baumgart. Er hätte es am liebsten selbst gemacht. Schon mal, Junge, Junge, 18 Minuten noch. Ganz echt froh sein, wenn du ein 1-1 machst. Ja, wenn überhaupt. Schneller! Doch gar keine Mitte, bleiben alle so. Kommt keiner entgegen und nix. Nächster Einwurf aus der Statistik. Bayern hat in den letzten 47 Bundesliga-Heimspielen immer mindestens ein Tor erzielt. Ja. 17 Minuten verbleiben. Grabenberg. Upamecano. Wieder hinten rum. Du musst er jetzt wechseln, aber du musst halt so denken, auch der Till jetzt noch für die 17 Minuten plus minus Nachspielzeit noch was bringt. Ja, oder dann willst du sonst bringen. Ja, ja, das ist klar. Der muss auf jeden Fall rein, aber. Schieß! Warum schießt der nicht? Ja, ich weiß nicht, was die da machen. Also, ob die ein Schlussverbot haben oder. Weiß ich nicht. Was wollen die denn da noch machen? Und noch einen Haken und da und drehen und. Na, den hätte er auch noch gekriegt. Also, weißt du, wenn er jetzt, der wird schon noch wechseln, weißt du, wenn er reinbringt und Sabitzer. Nee, das wird ja.
Ne, der hat gefehlt und er soll den Abschluss machen. So schwer tust du in Köln schon, dann mal die nächste Woche in Frankfurt. Er ist 24 und er hat gesagt, er verhandelt nicht mehr. Wenn der Club möchte, dass ich bleibe, geht's weiter. Glaubwürdigkeit bis zur letzten Stelle hinterm Komma. Ihm geht es um Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung. Der Weg, sein Weg ist sehr stark wertorientiert. Die machen aber auch keine Meter. Immer das, was sie nach vorne gehen, macht das. Gehen sie wieder zurück. Alter, das ist so schlecht. Gibt's für ihn heute zum ersten Mal was Zählbares? Zum ersten Mal als Trainer was Zählbares gegen FC Bayern München? Letztes Mal die Köln gegen Bayern vor 12 Jahren gewonnen. 96 mit Rostock. Der macht ja ganz Spiel mit. Ja, ja. Der FC ist der, das beste Mal will ich spazieren. Energie Cottbus. Und jetzt? So, jetzt sind da viele Rote da. Ich meine, da geht aber auch nichts an. So, nochmal. Boah, da sind jetzt wieder vier Blaue, da kommt der ja gar nicht durch. Und da, der Grafenberg steht. Ja, die verschieben gut die Körner. Nee, ja, klar. Guck mal zu. Grafenberg. Ja. Dass die dann immer noch danach greifen. Das ist doch ganz klar, dass der dann pfeift. Also. Die Kölner machen schon geschickt. Sie gehen nicht zu 100% in den entscheidenden Zweikampf, weil sie wissen, es ist noch ein Zweiter da, es ist noch ein Dritter da und wird zur Not noch ein Vierter. Und so können sie heute die grenzlichen Situationen noch wegverteidigen. Junge, 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 du bist noch nicht mal ein Tor, das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Also die Kölner sind, sag ich mal, eher am zweiten Tor, als wir an einem einzigen Tor da. Jetzt guck mal, jetzt ist aber auch schon wieder zu spät. Jetzt kommt der Dell. 13 Minuten vorher, 12 Minuten. Bis der da ist, dann haben wir 10 Minuten vorher. Das letzte Mal hat er 5 Minuten vorher. Also, ich weiß nicht, was das soll. Also, wie kann ich denn die Leute so spät? Ich muss 2 Tore mindestens machen, um dran zu bleiben oben. Da kann ich doch nicht 10 Minuten vorher einen Stürmer spielen bringen. Junge, 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 Junge. Da wollten sie besser nicht. Personal hier mal rausschmeißen und muss ich mal im Ohren den Dings mal krallen und fragen, ob er seinen Job verfehlt hat irgendwie. Das ist die letzte Bayern-Reihe. Dann kommt 50 Meter Wiese und dann Jan Sommer. Komm an! Schwäbe! Der kann aber auch mal einen Ball irgendwie, ne? Davis, der geht zu Grafenberg. Davis Elke meine ich. Wo kannst du ihn an der hier? Oh Mann, guter Schuss! Mann, ey! Herr Müller hätte gemacht. Was wir vorhin gesagt haben,
Da wird nichts, ne, da wird auch nichts. Hat natürlich durch Thomas etwas verbessert, weil er sich über Kopfballspieler in 16-11. Das ist mal eine Möglichkeit mehr. Hohe Bälle können sich noch mehr lohnen. Ewig. Selke Schindler. Jetzt leg die Dinger hoch rein, Solo! Das war natürlich auch ein guter Trick, ne? Jetzt wirst du noch. Du wirst eigentlich schlafen. Komm mal! Versuch, den Körperteil an den Ball zu bringen. Spitz auf der anderen Seite. Kommt aber nix rein! Okay, ich lasse die scheiß Hackendinger. Da steht aber nicht mal einer auf draußen zum Einwechseln oder so, ne? Ah doch, ja, der Dell. Ja, ja, ich hab ja so 10 Minuten. Okay, mich. Ja. Jetzt vorbei. Ja, deswegen hätte er den Goretzka drin lassen müssen und hätte den Kimmich rauszulassen. Ich weiß auch nicht, dass man da. Weiß ich nicht. Das ist zu spät. Das ist zu spät. Ja, der macht jetzt so einen Doppelsturm. Naja, gut, aber. Es ist zu spät. Ja, aber und in 9 Minuten vor Schluss, das mache ich eine Viertelstunde, 20 Minuten vor Schluss. Also ob ich dann 2-0 verliere oder ich mache dann noch 2-1 nachher. Aber ich kann nicht 9 Minuten vorher. Also das ist so ein Schwachsinn. Aber da muss man doch was sagen als Verein. Da muss man doch, klar ist der Trainer dafür verantwortlich, oder? Muss ich doch was sagen, hör mal Junge. Was machst du denn da immer die ganze Zeit? In Leipzig falsch gewechselt. Jetzt schon wieder falsch gewechselt. Das sind die großen Leipzig-Figuren beim 1. FC Köln. Hector und Skiri. Guck dir das mal an, das ist doch nicht normal. Also was machen die denn die ganze Zeit beim Training? Meine Verträge auf Laus. Bewerb dich mal bei Uli. Ja, also. Oh, der Dell. Der spielt super. Ey, das ist doch nicht normal, was die da machen. Also das ist echt. Ja, so, nee, guck den Dell nicht an, aber deine Schuld. Ja. Das darfst du keinem erzählen, das darfst du echt keinem erzählen. Ja, noch ein guter Ball. Gute Ballannahme auch. Vom 17-jährigen Matissel. Und zwischen den 19 Nationalspielen. Hector dazwischen. Handspiel! Ja, weiter, jetzt schalte doch mal um, Mann! Ja, guck dir da an, die ganze Mannschaft schickt ein. Was willst du machen? Ja, ich kriege doch nicht mal die Flanken rein, ist das Problem. Kurz vor Gabenberg. Guck mal, 10 Minuten. Oha! Schön, Kinsler. Vorbei, Spitz. Ja, aber wohin? Tell. Oh, Leute, der ist besser, benutzt die erste Sekunde zum Abschluss. Ja. Und jetzt, Jungs, also, warum läuft der denn nicht weiter? Ich verstehe es nicht. Das finde ich auch absolut schwachsinnig. Die beiden gucken da wie am Tablet rum. Das bringt doch alles nichts, was die da machen.
Da sind doch Rechtsklatsche. Das ist doch nicht normal. Also wie kann ich das denn schon wieder? Das ist doch... Verstehe ich nicht, also... Guck mal, jetzt in der 84. Minute geben die Gas. Warum denn nicht nach dem 1-0, was die kassiert haben? Hm. So, dann gehen die Ball doch mal rein, so. Mit der Analyse und den Randstarke mit Steffen Baumgart. Verstehe ich nicht. Bring doch einfach mal rein, den Ball. Nächste Spiel ist direkt, na, das mal. Eigentlich verlieren. Das glaube ich nicht, aber gegen Paris, oder wenn du da ausscheidest, oder im Pokal jetzt. Ja, ach, Pokal ist jetzt auch noch, ne? Ja, ist klar. Da wird kein Tor mehr passieren. Ehrlich? Eins ist doch zu wenig. Ja, lieber eins als keins. Ja, Schwitz und Schindler. Aber mit der Leistung kriegst du nicht mal eins. Nee, das ist ja auch das. Ich glaube, da kann ich auch nicht. Viel zu viel Spielerei, so jetzt direkt rein. Bring ihn doch einfach mal rein, ich weiß nicht, worauf wir die warten, dann spielen sie wieder hinten rum. Nützt ja nichts, wenn du 70% Ballbesitz hast und dann trotzdem hinten liegst. Kein Vorspiel. Sagt Tobias Schlieger. Jetzt kommt natürlich die paar Prozent, wo du sagst, jetzt bin ich ganz kurz davor, bei Bayern zu gewinnen. Auch wenn jetzt nichts mehr geht, wenn du 15 Millimol Laktat in den Muskel hast, jetzt geht's auf einmal nochmal ein bisschen. Ein bisschen. Ja, ja, aber nicht. Jetzt bring doch mal rein, ich muss doch jetzt nicht so weit laufen. Oh Mann. Da kommt doch nichts rein, da kommt doch nichts rein, ey. Ist heute der Tag, an dem der 1. FC Köln wieder in München gewinnt. Ja, wird so sein. So, jetzt bring ihn doch mal rein. Auch, ich weiß nicht, ob. Komm an! Oder gibt's die Last Minute Bayern? Schieß doch einfach! Das verstehe ich nicht. Guck dir das mal an. Du liegst hinten und die spielen. Das verstehe ich nicht. Da muss man doch nach vorne spielen. Schieß doch! Das kann doch nicht wahr sein. War abseits. Das kann echt nicht wahr sein. Ich könnte echt ausrasten. Ja, Dicke. Richtige Entscheidung, deutlich. Aber warum lupft er nicht? Warum lupft er nicht einfach? Warum muss er an dem noch vorbeilaufen? Cool. Das macht schwer, also das. 2 Minuten vor Schluss. Bei den Bayern. Ja, muss er bestimmt 4-5 Minuten nachspielen lassen. Junge, Junge. Junge, 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 Junge. Wir haben jetzt 2 Fehler vom FC, dann gewinnen wir noch 2-1. Kommt aber auch nix auf ein Tor, ey. Selke. Ja, wir haben jetzt halt. Ei! Der kann teuer werden, Selke. Ja, ja, warte es mal. Selke. Ja, aber wo wollen die denn alle immer hin? Schieß doch mal, Müller! Müller! Selke mit dem Kopf durch die Wand, geht nicht. Die Kölner Wand ist dick heute. Ja, was wollte er denn machen?
Letzte Minute, was gibt's da noch? Wir haben 77,6% Ballbesitz. Ja! Ja! Das ist doch gut gewechselt. Was ist los? Doch gewechselt, nicht gut gewechselt. Was los, Mann? Komm, jetzt haut euch dein Ding doch rein, Mann. Junge, Junge, Junge. Was ein Ding. Junge. Was ein Ding, Junge. Pam. Das war doch gut, dass er unter die Latte getroffen hat. Ja. Junge, 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 was ein Dreck von dem Typen. 3 Minuten. Komm, die 3 Minuten macht er noch jetzt. Mach doch, geh doch weg da! Geh doch weg da, verstehe ich nicht. Was er jetzt da diskutiert. Die Bayern treffen mit dem 21. Torschuss dieses Spiels. Geh doch weg da, das verstehe ich nicht. Man will doch jetzt noch gewinnen. Selke hat noch eine Idee. Jetzt haben wir schon eine Minute. Jetzt haben wir eine Minute durch diese ganze Diskutiererei und Dings und alles. Ich will aber nicht spielen. Nee. Komm, jetzt umschalten, schick den Tee, Junge! Soll ich spielen? Spreche ich von... Ja, das ist doch scheiße. Warum spielt man denn da nicht? Warum man da auch da nicht nachsetzt, ne? Der hätte den direkt schicken müssen. Ja, zu Recht auch. Ja, schießen einfach nach vorne. So, jetzt, links rüber. So, Kingsley. Ey, Jungs, bitte. Oh. Komm weiter. Komm mal jetzt den Kopfball. Der Licht. Der Lichtkopfball, oder Opa Meccano. Wow. Hat aber gut abgewehrt. Ja. Muss man auch sagen. Jetzt ist schon eine blöde Ecke wieder. Komm, mach! Der Tor, ne, Ball natürlich ist kurz. Schindler, Vorkommand! 30 Sekunden! Komm, Jungs, die 30 Sekunden! Das verstehe ich jetzt nicht. Spiel doch nach vorne! Mach doch rein! Mach doch nach vorne! Das verstehe ich nicht. Ja, alle schreien, schießt den Ball nach vorne und die schreien, machen das nicht. Das ist doch scheiße. Echt scheiße. Ende. Meine Fresse, da muss der jetzt nicht sein, dass der jetzt überhastet das gemacht hat. Hier ist nochmal der Treffer, nicht abgefälscht. Fantastische Schusstechnik. Nichts zu halten, nicht mal für Schwäben. Ja, der war echt krass. Aber da muss der echt nicht sein, jetzt der Abschluss. Ja, aber zu spät. Zweite Saisonniederlage. Verhindert. Zu spät. Und jetzt ist Schluss. In einem hochunterhaltsamen Fußballspiel. Steffen Baumgart kriegt sein Köln jetzt verdient gewonnen. Hä? Sowas von verdient gewonnen. Also hätten wir jetzt wirklich schon auf 2-1 gemacht, hätten wir das gar nicht verdient. So eine Leistung. Ich hätte die beim Training, ich würde die beim Training nur laufen lassen. Nur laufen lassen. Damit die Mainz schon wieder. Ja, aber du siehst ja von den Reihennamen ist ja wieder eine Reihe besser. Also dann muss man doch sehen. Früher, weiß ich nicht. Verstehe ich nicht.
Mein Bett bleibt frisch und sauber, egal was passiert. Dank der neuen Lenovo Pods mit Ultra-Reinigung. So, und denk dran, auf YouTube mal zu gehen, ne? Und auch oben. Also lasst mal ein paar Abos da. Ja, das soll halt nicht sein, müssen wir jetzt. Mann, Mann, Mann. Viel zu einfach, oder? Er ist irgendwie zufrieden. Steffen Baumgartner, die hier sind auch, weil sie zocken. So, das Spiel ist aus. Die Bayern trennen sich von den Kölnern 1-1. Tja, ich sag mal, hätte man mal auf mich gehört und hätte früher gewechselt, hätte man dieses Spiel gewonnen. Punkt aus. Wäre ich Bayern-Trainer gewesen, hätte ich euch Brief und Siegel geben können, hätten wir dieses Spiel gewonnen. Man sieht ja, diese Einwechslungen waren zwar da, aber zu spät. Ja, schon wieder Tell, 18 Minuten bringt nichts. Ja, und dann mit Doppeldings, Doppelstürmer zu spielen, weiß ich nicht. Hätte man vorher alles anders machen müssen, schneller wechseln müssen. Und also die würden von mir am Sonntag kein frei kriegen. Die würden auch jetzt morgen oder was weiß ich, also den würde ich so morgen, die würden morgen erstmal laufen. Laufen, bis sie wirklich kotzen müssten. Also Magath-Style, das kann echt nicht wahr sein. Das ist jetzt zweites Spiel hintereinander unentschieden. Da haben wir schon gegen Leipzig gesagt, zweite Halbzeit war schon besser und die erste war schon nichts. Das war ja heute gar nichts, ne? Dann kann man froh sein, dass der Kimmich dann dieses Sonntagstor macht. Oder wie der sagt, nee, jetzt die letzte Chance. Dann mache ich keinen Seitfallscherenschlag und versuche da das Wundertor zu schießen. Oder man kann doch mal in der Box, kann man doch mal mit der Picke schießen. Also das verstehe ich nicht. Also wie gesagt, die Leipziger, also Mann, da musst du doch die Leute nicht stark machen. Da hast du ein Topspiel. Am Samstag spielt, dann weißt du nochmal, wenn Frankfurter noch moin, also das ist unglaublich, dass man gegen den ersten FC Köln, die ja das super gemacht haben, muss man sagen, die Kölner haben das super gemacht, die hätten das 2-0 nachlegen müssen, da wäre es sowieso aus gewesen, also man muss wirklich sagen, der erste FC Köln, super gemacht, also wie gesagt, also die hätten noch mehr den Sieg verdient gehabt, als die Bayern das Unentschieden, muss man auch mal ganz klar sagen, ne? Also da war ja wieder nichts, wirklich nichts. Vom Papier her hätte das ausgehen müssen, hätte man nur noch fragen müssen, wie hoch. Ja, also da können wir ja nur hoffen. Also mit dieser Leistung musst du auch noch gucken, dass du im Pokal gegen Mainz bestehst, in Mainz, und dass du in der Champions League gegen Paris hast du keine Chance, wenn du so spielst. Hast du keine Chance, du kriegst zu Hause so viel Haue, dann brauchst du gar nicht nach Paris zu fahren. Naja gut, anderes Spiel, andere Zeit, dauert noch ein bisschen. Das war nichts, muss man sagen, ganz klar. Das war ein Satz mit X, das war nix. Feierabend. Aus die Maus.